Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Grimdorn. Wir haben jetzt in der letzten Episode hier drei Schriftstücke gefunden. Tagebuch von Friedenswächter. Ja, das ist jetzt hier hinten abgeschnitten. Vincent Chambre. Unsere kleine Stadt ist von Festungen und Soldaten des Reiches umgeben und dennoch habe ich mich noch nie so allein und verwundbar gefühlt. Jeden Tag sehe ich mehr Soldaten, die von Fort Haron aus in Richtung Norden aufbrechen, während sich auf der Straße durch Darkvale ein nie endender Strom aus Flüchtlingen nach Süden bewegt. Diejenigen, die aus der Hauptstadt fliehen, erzählen fürchterliche Geschichten von wahnsinnig gewordenen Leuten, Diebstählen und Plünderungen, während der Kopf unseres Herrschers der Nation vom Wahnsinn verschlungen wird. Einer Geschichte zufolge verfolgte ein Mob sogar eine Frau auf der Straße und aß sie lebendig auf. Klingt nach einer Horrorgeschichte, aber ich bin sicher, dass es die ganze Wahrheit ist. Bei so vielen neuen Gesichtern in der Stadt sind meine Stellvertreter damit ausgelastet, die Stadt zusammenzuhalten. Der Kampf um seltene Waren ist zum täglichen Ritual geworden. In den letzten 2 Wochen hatten wir mehrere Morde. Etwas, das in unserem kleinen Dorf einst völlig fremd war. Während der letzten Woche sind 3 weitere Leute verschwunden. Wegen des Kommens und Gehens der Leute aufgrund der Flüchtlingssituation achteten wir zuerst nicht so sehr darauf. Aber mit diesen 3 sind es nun insgesamt 6 Vermisste seit Turm, seit Turm und niemand weiß, wohin sie gingen. Was immer in der Hauptstadt für Unruhe sorgt, muss auch auf dem Weg hierher sein. Irgendeine unsichtbare Furcht, die man nicht genau bestimmen kann. Aber man kann sie in den Gesichtern jener sehen, die nach Süden reisen. Verzweiflung, Furcht, es ist überall um uns und es hat in Darkvale Fuß gefasst. Der Bürgermeister hat ähnliche Bedenken geäußert, besonders wegen eines seltsamen neuen... Wegen einer seltsamen neuen Religion, die in letzter Zeit Anhänger anlockt. Könnten Sie hinter den jüngsten Verschwinden stecken? Vincent Chamber, Friedenswächter von Darkvale. So, dann haben wir jetzt hier noch das Tagebuch von Bürgermeister Bridgewater. Ich wünsche niemandem etwas Schlechtes wegen seiner Religion, aber ich kann nicht behaupten, dass ich diesen neuen Glauben mag, der sich in letzter Zeit in der Stadt verbreitet. Bei all den beängstigenden Gerüchten, die aus dem Norden kommen, sind religiöse Fanatiker, die die Bevölkerung beunruhigen, das Letzte, was wir brauchen. Hess Strightbro sagt, diese Religion Chitons ist nicht neu, sondern eigentlich sehr alt. Nun, wenn es sie schon so lange gibt, warum habe ich da noch nie von ihr gehört? Einer ihrer Priester lud mich ein, bei einem, bei ihren Predigen dabei zu sein und zuzuhören, um meine Zweifel zu zerstreuen. Sie schien ganz harmlos zu sein, aber das Verlangen nach Blut und die Wiedervereinigung mit ihrem Gott am jüngsten Tag beunruhigen mich. Eine weitere Person... Na? Ah, jetzt habe ich hier aus Versehen ein anderes Tagebuch angeklickt. Darkvale, Bürgermeister Bridgewater. So, hier haben wir es wieder. Eine weitere Person ist verschwunden. Letzte Woche war es Tom, der zugegebenermaßen ein Säufer und Ärgernis für die Stadt war. Aber diese Woche war es Mary Tess, die Schneiderin. Saria sagte mir, sie habe gesehen, wie Mary die Stadt mit einer Gruppe von Flüchtlingen verließ. Genauso wie es Trevor einige Tage davor tat. Zumindest kam Trevor bei mir vorbei, um zu sagen, dass er fortgeht. Aber Mary, sie verabschiedete sich nicht und nahm auch nichts mit. Das ist alles sehr seltsam. Während ich dies schreibe, bereite ich ein Treffen mit den Führenden der Stadt vor, um eine Lösung für alle Reisenden, die durch das Darkvale Gate kommen, zu finden. Täglich kommen jetzt Hunderte durch. Glücklicherweise halten die meisten nicht an, aber wenn das so weitergeht, werden wir ein echtes Problem haben. Ich weiß nicht, was in der Hauptstadt vorgeht, aber jeder ist beunruhigt. Gregor Bridgewater, Bürgermeister von Darkvale. So, dann haben wir jetzt hier noch eine Tagebuchseite von Saria. Alles verläuft so, wie der Blutfürst vorgesehen hatte. Durch meine jahrelange Anstellung als Stadtapothekerin habe ich mir das Vertrauen der Leute verdient und jetzt bin ich in der perfekten Lage, unsere Sache zu verbreiten. Und für jene, die nicht auf die Vernunft hören wollen, die sich weigern, die Wahrheit zu hören, die Chiton ist,
hat es meine Position als Heilerin einfach gemacht, zu töten, ohne Verdacht zu erregen. Ein wenig Pulver von der Asakan-Nachtschattenwurzel gemischt mit dem Rezept. Mit einem Rezept wird jeden stundenlang betäuben. Danach ist es ein leichtes, den Andersgläubigen für die erforderliche Zeremonie zu holen. Bei jeder Person, die wir zu Chiton zurückbringen, ritze ich sein Siegel in ihr Fleisch. Für mich ist es der wichtigste Schritt in der Anfangsphase des Rituals. Durch das Aufschlitzen der Halsschlagader fließt das Blut schnell in die speziell präparierten Eichenfässer, die der Zimmermann, noch ein Gesegneter des Blutfürsten, mit dieser Aufgabe für mich herstellt. Nicht so schön wie die Glasgefäße, die wir vorbereiten, aber viel leichter zu verbergen. Der Körper wird in einem zweiten Fass aufbewahrt, mit Steinen beschwert und anschließend am Seegrund versenkt. Im letzten Jahr hat fast jeder Tod zu unserem Tribut beigetragen, ohne dass der Verdacht auf uns fällt. Aber jetzt, da die Diener der falschen Götter in der Hauptstadt ankommen und im ganzen Reich Zerstörung verbreiten, ist endlich unsere Zeit gekommen, aus dem Schatten zu treten und die Endzeit der Menschheit einzuläuten. Alle werden das Geschenk der Wiedervereinigung erhalten. Saria, Apothekerin von Darkvale. Okay. Die hat sich hier also unter die Dorfbewohner gemischt, um die Lügen zu verbreiten, beziehungsweise Chitons Kult. Haben wir jetzt schon wieder ein Schriftstück. So, ich habe 6 Stangen Dynamit, das heißt, wir können die Kiste hier öffnen. Es wird ein Stück Dynamit benötigt. Ja. Ich weiß immer nicht, ob sich das so lohnt. Also, rostiger, prunkvoller Umhang des Angriffs. Scharfsinnige Schuppenpanzerhandschuhe der arkanen Macht. Ja. Erzeugt auf dem Boden ein geheimnisvolles Siegel mit zerstörerischer Kraft. 30%ige Chance bei Angriff. Das dann auch nochmal mehr Schaden verursacht. Aber wir machen eine ganze Ecke weniger Schaden damit. Gut, ich habe jetzt die geweihten Bandagen da auch noch nicht drauf. Das Badehaus. Das Sammeln des Blutes ging so langsam voran, dass es mich ganz wahnsinnig machte. Also stellte ich ein Zweitanksystem auf und brachte es an die Wasserleitung des öffentlichen Badehauses einen Schalter am Abflussrohr an. Jetzt können wir das Wasser aus den Wannen zurück in den Wassertank ablassen. Aber wenn ich den Schalter umlege, wird das Abflussrohr in den zweiten Tank gehen, wo das Blut aufbewahrt werden kann. Das Riemenscheibensystem mit dem Haken war jedoch der krönende Abschluss. Bei Nichtgebrauch ist das nicht zu sehen, aber wenn wir für die Opfer bereit sind... Zaria hat mir eine Nachtschattenwurzel zur Verfügung gestellt, die sich mit dem Badesalz auflöst. Zusammen mit dem heißen Wasser sollte es unsere Gäste einschläfern. Dann lassen wir das Wasser ab, führen die Rituale durch, legen den Schalter um und sammeln die Opfergaben, ohne einen einzigen Tropfen zu vergießen. Es hat einige Anstrengungen gekostet, aber ich bin stolz auf das, was ich aufgebaut habe. Es ist der erste Schritt zur Massensammlungen und wird den Vorgang beschleunigen. Ich kann es gar nicht erwarten, den anderen davon zu erzählen. Harold Feldrin, Zimmermann von Darkvale. Ja, da ist nicht nur einer involviert in die dunklen Machenschaften. Hier oben waren wir drin, ne? Da sind wir, genau. So, hier wartet jetzt wieder ein Schrein auf uns. Ein entweiter Schrein. Herbeirufen, was darin gefangen ist? Ja, natürlich. Da drüben kommt ein Boss.
muss mal einmal ein bisschen flüchten hier. Den Schrein haben wir jetzt übrigens gereinigt. Oh, verdammt. Der hat mich jetzt tatsächlich getötet. Ach du Schande. Mein zweiter Tod? Wir geben erstmal den Devotion-Punkt aus, würde ich sagen. So, wo haben wir denn jetzt noch Gesundheitsregeneration offen? Der ist aktiv, das haben wir. Hier bei der Waage, aber da komme ich noch nicht hin, weil ich die Anforderungen noch nicht erfüllt habe. Hier haben wir Gesundheitsregeneration. Könnte ich theoretisch anfangen mit der Sichel? Wirst du in die Enge getrieben, überkommt dich eine makabre Leidenschaft, bei der du dringend ein Stück Fleisch brauchst. Ah ja. Wir haben in diesem Sternbild aber auch nochmal Gesundheitsregeneration. Auch wenn das jetzt nicht so viel ist. Ich würde tatsächlich hier die Sichel erstmal lernen. Was haben wir hier? Energieregeneration und Laufgeschwindigkeit. Laufgeschwindigkeit, Konstitution und Verfassung. Es ist schwierig. Also hier brauche ich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Punkte. Hier oben 1, 2, 3... 4, 5. Hier habe ich Konstitution, Verteidigungsqualität. Ich glaube, das hier würde mir mehr bringen, auch wenn die Gesundheitsregeneration jetzt da nicht so hoch ist. Ich lerne jetzt mal das hier als nächstes. So. Ja. Jetzt müssen wir, glaube ich, ein ganzes Stück weit wieder laufen, ne? Erstmal unsere Buffs wiederherstellen hier. Also der war schon übel, der uns hier oben... So, wir haben ein bisschen Erfahrung zurückgewonnen. Ich will mir jetzt hier vorsichtig die Gegenstände einsammeln, bevor wir uns dem Typen stellen. Vom Blitz getroffenes, geraubtes Revolvergewehr. Okay, das interessiert uns nicht. Durchstechende, bedrohliche Kriegsaxt der Feuersbrunst. Auch nicht so interessant. So, was war denn das jetzt hier? Da bist du. Zaria, die Schnitzerin. Ah, wir haben deine Tagebuchseite gefunden. Oh. Also ich sollte bei der tunlichst nicht stehen bleiben. Ah, die ist übel. ...184.000 Lebenspunkte. I can't do that. Oh, die... Oh,
Okay, ich kann sie auch aus der Ferne angreifen. Das macht sich für mich leichter. Ah, gut, wir haben sie besiegt. Also die war echt nicht ohne. Wir haben jetzt hier die zweite Tagebuchseite von ihr bekommen. Werden wir uns auch gleich durchlesen. Des Assassinen Topas Anhänger des Blutes. Mächtiger geraubter Schulterpanzer von Maivens Scharfsinnigkeit. Da gucke ich gleich mal, ob der mehr Schaden macht. Nee, leider nicht. Dann haben wir Verfaulenden des Blutschwur-Repetiergewehr. Okay, das brauchen wir nicht. Mystischer Zarias-Anhänger des Angriffs. +1 auf alle Fähigkeiten in Schamane. Das ist natürlich genial. Ich habe aber leider keine. Keine Gesundheitsregeneration da drauf, ne? So, Reif des Geistwebers. Ein epischer Helm des Zauberers. +16% Lebenskraftschaden. +31% Ätherschaden. 23% Chaosschaden und Ätherschaden. Umgewandelt 114 Leben. Energieregeneration. Das alles. +1 auf alle Fähigkeiten in Okkultist. Okay. Da müsste ich noch diese Salbe drauf tun, wenn ich wüsste, dass das Ding besser ist als mein aktueller Helm. Ich heb mir den mal auf. So, Seite 2 von ihrem Tagebuch. Die Boten des Blutfürsten haben mir mitgeteilt, dass die Vorbereitungen für die Wiederauferstehung bei der Nekropolis begonnen haben. Jetzt ist unsere Zeit gekommen, die Stadt einzunehmen. Zuerst werden der Sheriff und seine Friedenswächter beseitigt. Sind sie tot, werden die verbleibenden Zivilisten sich nach unserer Doktrin richten oder sie werden für das Ritual eingesammelt. Ich habe bereits meine ortsansässigen Blutgeschworenen entsandt, um die Darkvale-Tore zu verbarrikadieren, sodass die Flüchtlinge darin eingeschlossen werden. Sie werden zu gegebener Zeit für das Ritual dienen. Wenn diese Neuigkeit die Schwarze Legion erreicht, müssen wir auf einen Gegenangriff vorbereitet sein. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Verängstigten und Fehlgeleiteten, die noch in Darkvale übrig sind, bekehrt werden. Wenn sie sich nicht unserer Sache anschließen, können sie gehängt und ausgeblutet werden, als Ermutigung für jene, die sich noch entscheiden müssen. Sie müssen lernen, dass es keinen sichereren Ort als unter der Führung des Blutfürsten gibt. Sie müssen verstehen, dass in den Landen im Süden kein Frieden herrscht. Nur in der wärmenden Umarmung Chitons werden wir wirklich dort sein, wo wir hingehören. Saria, die Schnitzerin. Ich bin wirklich froh, dass sie tot ist, weil die war echt übel, ne? Also. So, hier haben wir jetzt auch erstmal alles erkundet. Das heißt, wir begeben uns jetzt in den Festungseingang. Wir haben das Darkvale Gate erreicht und freigeschalten. Es ist schon erschreckend, wie schnell die mich wieder unter die Erde gebracht hat, ne? Also die hat ja wirklich ordentlich Schaden ausgeteilt. Ich vermute aber mal, das liegt an meinen Resistenzen. Also entweder hat sie Blutungsschaden oder hier Äther. Ich habe ja 0% Ätherwiderstand, ja. Das könnte durchaus sein, dass sie damit angegriffen hat. Wobei die Blutspur Leute eigentlich eher mit Lebenskraft
schädigenden Sachen angreifen. Glaube ich jedenfalls. Ich will gar nicht wissen, was mich hier wieder für ein Gegner erwartet. Mit einem Boss oder Elite werde ich hier bestimmt wieder rechnen müssen. So. Okay. Wieder ein kleines Secret gefunden hier. Vergiftete bedrohliche Kriegsaxt der Feuersbrunst. Ätherisches, grausames Bildnis der Leere. Hier mal wieder auf Norden drehen. So. Ich bin gespannt, wie groß die Festung ist. Okay, da drüben. Treppe nach oben. Wir werden hier bestimmt jetzt schön außen rumlaufen dürfen. Weil ja hier die Brücke kaputt ist. Ein weiterer Elite. Lucius Bloodboil. Der Typ ist aber wesentlich einfacher als Saria. Leeren berührtes Blutschwur-Repetiergewehr, ja, und irgendwas anderes habe ich gerade noch eingesammelt. Okay. War wahrscheinlich die Rüstung. Jetzt ist die Frage, ne? Erst hier oder erst da? Da haben wir eine Truhe hinter versteckt. Okay. Also wenn ich überlege, was mir meine Dornenranken hier schon... Oder Greifranken. Was die mir schon alles geholfen haben, ja.
Wenn ich die nicht hätte, würde ich wirklich alt aussehen, weil die ja die Gegner auch verlangsamen. Die Festung scheint auch so eine Art Zuflucht zu sein. Einmal chitonische Ketzerei, ein Schriftstück und Blut für Chiton. Werde ich mal gleich lesen, wenn wir eine ruhige Ecke gefunden haben. So. Also, chitonische Ketzerei, Seite 4. Gerechtigkeit, meine Brüder. Die Gerechtigkeit wird schnell und gnadenlos sein, denn sie wurde mit Glaube, Blut und Furcht gemischt. Gerechtigkeit soll den Ketzer widerfahren, unerbittlich und unbarmherzig. Jene, die die Waffen gegen die waffenden Chitonier ergreifen, werden die feurige Rache der göttlichen Vergeltung... Okay. Jene, die dem Chitonier Gott nennen, werden das gerechte Feuer schmecken. Gerechtigkeit sei getan. Und wir haben Blut für Chiton. Ich werde versuchen, sie aufzumuntern. Ich sage ihnen, dass alles gut wird. Ihre Augen weiten sich vor Angst, während ich die Stelle zwischen den Rippen finde und die Klinge eindrücke. Sie weinen immer und es macht mich ein wenig traurig. Sie verstehen es noch nicht. Ich beobachte, wie das Blut von ihren nackten Beinen in das große Becken hinunterfließt, das ich unter ihnen platziert habe. Chiton verlangt jeden Tropfen. Damit ich auch wirklich jeden Tropfen bekomme, beginne ich mit flachen Schnitten. Zuerst an den Beinen, dann am Torso und schließlich an den Armen. Allmählich versiegen ihre Kräfte und sie geben sich ihrem Schicksal hin. Endlich verstehen sie es. Das Blut ist nicht ihres. Sie behalten es nur für jemand anderes ein. Und jetzt muss es zurückgegeben werden, an Chiton, dem es rechtmäßig zusteht. Endlich hat sich ihre Angst gelöst und sie geben das Blut freiwillig her. Ergebener Diener Chitons, Bellor Hind. Alles Fanatiker. Irre Fanatiker. Aber wir werden sie schon ihrer gerechten Strafe zuführen. Okay, hier komme ich nirgends durch. Das heißt, ich werde über diese Brücke jetzt hier gehen müssen. Stufe 48.
Verkehr war jetzt nicht unbedingt problematisch. So, dann werden wir mal schnell hier noch das Loot aufsammeln. Blutungsschaden. Brustrüstung, okay. Jetzt haben wir hier Einhandzepter. Nein, danke. Stufenaufstieg haben wir auch schon wieder gehabt. Das heißt, erstmal hier schnell wieder die Punkte verteilen. Ich muss aber nochmal auf die andere Seite rüber, weil da war ja noch mehr. Wir haben hier hinten die Treppe nach oben. Ja, hier kommt die Reinigung. Ich habe ja gedacht, dass hier nochmal irgendwie was versteckt ist. Ich bin aber auch gerade so ein bisschen überrascht, dass hier hinten noch so viel ist, ne? Also, weil ich denke einfach mal, dass das hier der Ausgang ist. Hoffe ich zumindest. Auch sehr eigenartig, dass hier hinten gar nichts weiter Wichtiges war. Oder ich hab's übersehen. Ah, hier ist noch eine Truhe. My inventory is full. Ja. Come see what's left of my wares.
glaube, ab Level 50 gibt es dann heroische Gegenstände. Die sind dann nochmal eine Stufe höher als die blauen. Die findet man auch erst ab diesem Level. Ich bin zumindest der Meinung, dass ich das mal irgendwo gelesen habe. Leichenstaub, verbessert Ringe, Amulette und Medaillen. Könnte ich dann auf den hier auch noch mit drauf tun. Aber der ist ja jetzt gerade nicht mehr von Interesse. Könnte ich im Grunde wieder in die Truhe packen. Zarias, Anhänger des Angriffs. Das war ja, ja. Plus 1 auf alle Fähigkeiten, Schamane. Den würde ich auch gerne mit in die Truhe packen. Und bevor ich das vergesse, mache ich es lieber gleich. Safe storage. No questions asked. So, das ist ein Amulett. Das heißt, du musst irgendwo hier mit rein. 36, 32, 38. Machen wir mal so. Dann haben wir hier noch einen epischen Ring. Von epischen Ringen habe ich bis jetzt tatsächlich nur die beiden Knochenringe da oben. Ja, gut, die, den Reif des Geistwebers würde ich erstmal aufheben. I'll hold on to that for you. Und dann gehen wir mal zurück. Hier müssen wir jetzt auch alles aufgedeckt haben. Das heißt, wir können die Treppe nach oben nehmen. Tja, mein Junge, wärst du jetzt ruhig geblieben, hätte ich das nicht mal mitbekommen, dass ihr hier noch rumspukt. Das hier jetzt nochmal für ein rotes Leuchten. Ach so. Ja. Sehr schön. Dann können wir jetzt die Treppe nach oben nehmen. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen hier. Dark Veil Gate. Immer noch in diesem, in dieser Festung. Ah, schon wieder dieses Geräusch. Haben wir wieder versteckte Truhen. Des Taktikers vergoldetes Gewand des Adlers. Plus 12% physischer Schaden, plus 9% Elementarschaden. Ja. Schauen wir einfach mal, was das Ding mit unserem Damage macht. Gut, wir haben ein wenig mehr Schaden, aber das
ist jetzt eigentlich nicht der Rede wert. Das Kommando Soldaten Ritualzepter des Verfalls. Chitonische Ketzerei, Seite 2. Der Ruf des Blutes. Wieder Lesestoff. Ich darf nicht vergessen, dass ich da nachher hinten auch noch ein Schriftstück zu liegen habe. So. Mein ganzes Leben lang hatte ich meine wahre Freude am Blutvergießen. Jahrelang musste ich im Schatten jagen, allein lauern und jagen. Aber ich bin nicht mehr allein. Endlich habe ich gefunden, was mich gerufen hat. Chiton hat mir zugeflüstert und der Grimdorn hat meine Fesseln gelöst. Jetzt genieße ich es, das Blut für meinen Herrn zu sammeln. Es erfüllt mein Herz und wärmt meine Seele, die letzten Blutstropfen fließen zu sehen. Die alte Welt verstand meine Bedürfnisse nicht, aber jetzt hat sich eine neue Macht aufgetan und Chiton hat mich gerufen. Und jene, die dem Ruf antworten, werden meine Beute sein. Chitonische Ketzerei, Seite 2. Blut, meine Brüder, Blut ist die Essenz, denn es gibt uns Leben. Trinkt kein Dämonenblut, denn es ist die manifestierte Verderbnis. Jene, die Blut trinken, sollen für immer verdammt sein. Verabscheut die Geschenke des Chitoniers, damit seine Berührung eure Seele nicht vergiftet. Die Reinheit des Blutes läutet die Reinheit der Seele ein. Ja. Des Kampfmagiers Grenzer Kettenhemd des Schutzes. Jetzt muss ich trotzdem mal einen Blick auf die Karte werfen. Hier geht's noch weiter und dann kommt hier ein großer Raum. Also ich habe so das Gefühl, wir finden jetzt hier erstaunlich viele grüne Gegenstände. Yeah.
wartet wieder ein Elite-Gegner. Elite-Schläger. Stufe 50. Aber auch schnell besiegt. Mystischer Angriffsteilchenschutz der arkanen Flamme. Kill the non-believer. Da drüben habe ich gerade gesehen, ist auch schon wieder ein Elite-Gegner. Everett, der Blutbeschworene. Magischtobender, bedrohlicher Klingenstreitkolben des Ruins. Aber leider wieder nichts für mich. So, hier oben war ich ja schon. Das ist im Grunde hier dieser komische große Thronsaal oder was immer das hier sein soll. Hier lag doch, glaube ich, eben noch irgendwo was rum, oder? Hier müssen wir nochmal gucken. Ah, hier eine Truhe, genau. Ja, jetzt ist wieder die allseits beliebte Frage, hier unten oder da lang? Ich habe keine Ahnung, welche Richtung die richtige ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass diese Brücke hier weiterführt, also werde ich schnell mal hier unten noch die Karte aufdecken. Ah, okay. Hier ist auch nichts mehr weiter. Da führt eine Treppe runter. Ist hier vielleicht wieder ein versteckter Weg? Nee, schade.
Okay. Es lässt mir irgendwie keine Ruhe. Aber hier ist halt auch nichts, ne? Keine zerstörbaren Wände. Und hier komme ich nicht vorbei. Ach, hier ist eine zerstörbare Wand, okay. Hier ist eine Truhe. Da ist noch eine zerstörbare Wand. Aber es geht hier nicht weiter. Gut, so, alles klar. Dann, werden wir mal über diese Brücke jetzt hier rüber. Steinerne bedrohliche Handschützer der Bereitwilligkeit erhöhen die Angriffsgeschwindigkeit. Okay, müssen wir mal gucken. Ah, schade. Widerstandsfähige geraubte Beinschienen von Olerons Zorn. So ähnliche haben wir ja schon, aber ne. Das Assassinen-Ritual-Zauberstab. Gut, das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Hier ist dann auch nichts mehr weiter. Also ich hoffe, dass wir jetzt hier bald mal durch sind. Ich will gar nicht wissen, was das für ein roter Strudel da im nächsten Raum war. Oh. Mikasul, der Feuerschlund. Und Nuguru, Biss der Vergessenheit. Zwei Elite-Gegner. Obsidian-Umklammerung. Ein, oh, epische schwere Handschuhe. Das ist... Das Ding ist gut. Ich glaube, die würden meinen Schaden beträchtlich steigern. Wir tauschen mal. Also die möchte ich auf jeden Fall mal anprobieren, wenn ich Stufe 50 bin, um zu gucken, wie sich mein Schaden dann entwickelt. Ja, was haben wir denn da? Waban-Ack, der Funkenschlund. Da ist aber noch ein zweiter dabei. War Hillenrass das dunkle Omen. So, und ich werde jetzt gleich mal zurück müssen, wieder ein bisschen was verkaufen. See anything you like.
So, das erstmal hier alles weg. Damit wir dann die ganzen Komponenten da rum switchen können. Verbessert Waffen, Schilde und Zauber Nebenhand. Okay. So. Weiter geht's. Keine Müdigkeit vorschützen. Ich glaube, wir sind kurz vorm Ausgang. Reiniger nach Schuppenpanzer, Handschuhe der Zerstörung. Ah, nee. Gut. Oh Gott, Drygol Ukok, Angreifer. Hier tobt irgendein Strudel, aber ich kann da nicht rein. Also das ist wahrscheinlich nur Deko. Da oben ist der Ausgang. Treppe nach oben. Ich hoffe, dass es der Ausgang ist, weil das Ding zieht sich hier hin wie... Ja. Schon wieder diese Geräusche. Ich finde ja, man sollte das Portal irgendwie schließen. Ne? Wer weiß, was da früher oder später mal rauskommt. So, alles aufgedeckt bis jetzt. Nur noch ein Weg übrig. Es ist ein Eisentor. Ich... Karos, das Siegel Chitons. Da oben haben wir einen Bosskampf. Ja, das Tor hat sich jetzt hinter uns geschlossen. So, Stufe 50 Bossgegner. Jetzt stirb endlich. Ach, die Schande. Tal Rush, der Vernichter.
Oh mein Gott. Der ist auch schon wieder heftig. Alles klar. Oh, gut. Kurz mal durchatmen hier. Undurchdringliche geraubte Beine schienen von Amarastas Aufregung. Er hat ein bisschen was fallen lassen, aber das haben wir automatisch schon eingesammelt. Letzte Predigt, das Ende der Zeit, ist wieder ein Schriftstück. Karos Fuliant. Durchstechender Blut für was? Blutschwur Siegelring der gefangenen Seelen. So, dann gucken wir nochmal in seine Truhe rein hier. Höllische befestigter Turmschild des Ebers. Verfaulendes bedrohliches Breitschwert der Heilung. Okay, schade, dass ich da... Gut, ich habe Drakes Zeichen jetzt auf dem anderen noch drauf. Müsste aber theoretisch sogar besser sein als das andere. Büsmils abscheuliche Krähe. Ja, ist eine Fernkampfwaffe. Leider. Gut. Ich staune mal, trotz des ganzen Chaos hier, haben die sich immer so einen kleinen Raum hier fertig gemacht. Denke ich dran, dass ich das hier nachher nicht verkaufe? Der nicht chaotisch aussieht, ne? Also dieser Raum hier, der war ja wirklich gerade... So, hier kommen wir nicht weiter. Und hier haben wir endlich einen Ausgang. Hoffe ich. Festungseingang. Ich bin mal gespannt, wo wir jetzt landen. Es sieht aus wie Tageslicht hier draußen. Da hinten ist ein Rift Gate. Das werde ich jetzt noch versuchen zu erreichen. Schneit wieder. Gut, also ich werde zum Rift gehen und dann... Frostmähnen, Berserker. Und dann werde ich die Folge an dieser Stelle erstmal beenden. See what's left of my wares. Was habe ich denn auf der anderen Waffe drauf? Drakes Zeichen. Das habe ich jetzt hier doch da. Dann könnte ich das theoretisch auf
dieses andere Schwert mal drauf tun und dann gucke ich mal, welche Waffe besser ist. Also, wo bist du denn? Hier. Ja, macht mehr Schaden. Sehr schön, dann können wir das hier nämlich verkaufen. Das Ende der Zeit. Blutschwur Bittsteller Chitons. Wir versammeln uns heute hier zu meiner letzten Predigt an euch. Ihr habt euch völlig aufgeopfert und alle vergangenen Beziehungen irdischer Besitztümer und den freien Willen aufgegeben. Ihr habt bewiesen, dass ihr endlich bereit seid, ein Teil des größeren Ganzen zu werden. Das ruhmreiche Geschenk der Wiedervereinigung zu empfangen. Ich muss bei den anderen zurückbleiben, um unser großartiges Werk zu vollenden. Doch auch wenn ihr euer Leben verlasst, werdet ihr diese zerstörte Welt einen Schritt weiter zum Ende der Zeit voranbringen. Die Zeit, in der die düstere, leidende Welt sich mit Chiton wiedervereinigen wird und dadurch das Älteste des Alten wieder zusammenfügen wird und die Verfehlungen, die vor Jahrtausenden durch die falschen Götter begangen wurden, korrigiert werden. Diese überheblichen Götter, die den Lauf unserer Existenz manipuliert und sich als Gegenstand der Verehrung aufspielen und seit Ewigkeiten von unserem Blut und unserer Schufterei gelebt haben. Das Ende der Zeit wird auch den unberechenbaren Ätherischen den Tod bringen, den einstigen Vertretern der falschen Götter, die verraten und dann in den formlosen Äther geworfen wurden, sobald sie ihren Zweck erfüllt hatten. Sie haben uns aufgehalten, unsere Brüder abgeschlachtet und versucht, die Weltherrschaft für sich zu beanspruchen. Dennoch müssen wir ihnen auch danken, denn es sind die Ätherischen, die unwissentlich unseren Aufstieg ermöglicht haben, indem sie das Kaiserreich und dessen Inquisition zerstört haben. Die Inquisition jagt uns nicht mehr, sie unterdrückt unsere Wahrheiten nicht mehr und sie verwehrt uns nicht mehr den Zugang zu unseren heiligen Städten. Befreit von der Unterdrückung des Kaiserreichs sind die Menschen aus dem falschen Traum der Zivilisation aufgewacht und unsere Reihen haben sich gefüllt. Da sie die Geschichte der Welt nicht kennen, wissen die Ätherischen nichts von dem bevorstehenden Untergang. Sie ahnen nichts von unserer Endphase und wenn sie einmal begreifen, was sie in Bewegung gesetzt haben, wird es für sie zu spät sein, um uns aufzuhalten. Unsere ergebensten Brüder marschieren mit Legionen der Leere zu Necropolis. Sie müssen nur verhindern, dass unsere Feinde unsere letzte Linie durchbrechen, denn auch während sie unsere Streitkräfte angreifen, wird das Blut, das sie vergießen, unser Ritual der Auferstehung nähern. Dort, wo wir einst unsere größte Niederlage erlitten, wird unser ultimativer Triumph wiedergeboren werden und auf der Lokhorian, der Wegbereiter des jüngsten Tages, wird die tausend schreienden Stimmen von Chiton in die Welt tragen und ein neues Zeitalter einläuten. Ah, ja. Schweres Schriftstück. Gut. Ich habe ein neues Schwert. Ich würde die Folge dann jetzt an dieser Stelle beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall gefallen und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wenn ihr wollt, sehen wir uns dann in der nächsten Episode wieder. Also bis dahin. Ciao.